Oh, moin! Ja. Wenn man da so rumliegt, dann hat man auch selber Schuld. Huh! Der hat mich ein bisschen überrascht. Ist keiner. Oh, wie die hier rumkämmen. Oh nein! Irgendwo sind hier welche. Ne, da oben kann gar nicht, oder? Nee. Ach, da unten! Oh, da kommt noch einer. Oh, der wollte ihm zu Hilfe kommen. Und er rennt einfach rein. Ach, Kelly. Oh, da hinten? Ach, wie schön man mit den Waffen hier hin und her wechseln kann. Ach, oh! Arschloch! Ach, wie immer. Ein Panzer. Oh, der Kollege hat kein Headset. Zack, zack. Und raus mit dir. Ja. Wie die Waffe funktioniert, ist wirklich herrlich. Gerade so auf mittlere Distanz. Der Knaller. Also echt jetzt. Aber auf weitesten Distanzen scheißt man halt rein. Nein! Das war eine echte Fehlleistung, Obi. Moin zusammen! Operation gelungen, Patient gestorben. Ja Leute, was soll man sagen? Battlefield hat jetzt ja tatsächlich das letzte Content-Update rausgehauen. Die beiden Karten, die wir jetzt dazu bekommen haben, sind soweit eigentlich ganz okay. Die arabische Karte spielt sich wie eine TDM-Karte mit 64 Spielern. Und Provence, ja, kennen wir schon lange, nur dass da jetzt auch noch Panzer rumfahren und ein bisschen blaue Wiese dabei ist. Von den Waffen ist für mich nur eine Bereicherung, also für mich persönlich, und zwar die M3 Infrarot. Sie ist eine Waffe der Sniper-Klasse und der Sniper kann jetzt so richtig im Nahkampf mithalten, ohne komisch auf die Zweitwaffe wechseln zu müssen. Ja, aber am Ende wird es so sein, dass man auch, wenn jetzt alle die neuen Waffen spielen und ausprobieren, jeder zu den altbewährtesten Waffen in diesem Spiel zurückkehren werden. Und dazu gehören leider eben diese Omi Tommy Gun Typ 2A oder eben, keine Ahnung, bei dem Sturmsoldaten das STG. Keine Ahnung. Dieses Spiel ist irgendwie so aufgebaut, dass eben nur 5 Waffen richtig nützlich sind. Aber wisst ihr was? Gönnt euch erstmal das Video. Viel Spaß dabei und tschüss. Ich weiß, das wird wieder toll. So, kommt man da hoch? Nee, man kommt hier wieder aus keinem Fenster raus, oder? Warum nicht? Ja, dann eben nicht, ne? Dann gehen wir hier raus. Das ist so scheiße. Also, es hat ja nichts jetzt mit Realistik zu tun, ne? Aber im echten Leben hätte man da rausklettern können. So. Ganz ehrlich, die Velgan, die spielt sich nicht viel anders als die Stan. Also, ganz im Ernst. Sie fühlt sich von der Schussrate genauso an. Ich muss mal gucken, ob hier noch irgendwo was ist. Steht da ein Panzer? Meint ihr, den habe ich gesehen? Denn ich muss ganz ehrlich sagen, da ist einer. Huh, okay. Ich weiß nicht, ob die Velgan irgendein Killerkriterium hat, damit ich jetzt sagen kann, die nehme ich jetzt dauerhaft mit. Denn warum? Also ich habe immer so das Gefühl, jeden Kill, den ich mit dieser Waffe gemacht hätte, den hätte ich auch genauso gut oder viel besser mit der Suomi oder so holen können. Also, ja, die macht vielleicht mega stark jetzt im Hipfire sein, aber ganz ehrlich, ich kann mich irgendwie nicht so richtig mit der anfreunden, weil sie hat nichts Besonderes. Also für mich überhaupt gar nicht. Ja, ansonsten, die Karte ist eigentlich wohl gelungen, nur, ja, jedes Mal sterbe ich hier wegen Panzer. Aber fast nur wegen Panzer. Unfassbar hier. Das ist so ein echtes Problem, was ich hier habe. Ich laufe irgendwo rein, steht da ein Panzer. Überall stehen die und die sehen mich immer als erstes. Egal, ob die gegenüber auf der Brücke stehen oder sowas. Die feuern in das Dörfchen hier rein und ich bin tot. Jedes Mal, ich weiß nicht. Puh, ich weiß nicht, woran das liegt. Oh mein Gott. Wieso? Ey, da liegt ja einer. Wieso ist er jetzt schon tot gewesen? Ich verstehe es nicht.
Und irgendwie geht mir die Wellgun hier gerade auch mega auf den Scheiß. Weil ich schon wieder durch den Panzer sterbe. Oh Mann, wie ich das hasse hier. Ich hasse es. Da hinten ist einer. Ach Mann! So, jetzt habe ich erstmal keinen Bock mehr. Ich nehme jetzt die Soomi, weil mit der Wellgun... Ich habe hier einfach kein Glück mit der Wellgun. Ich hoffe ja, dass ich jetzt wenigstens ein paar anständige Kills machen kann. Ich will ja auch ein bisschen was zeigen können. So, hier gucken, da ist einer. Huh! Ja! Peng! Das fühlt sich doch gleich viel besser an. Wie schnell das dann noch auf einmal geht. Hier durch den Busch. Huh! Alter! Und? Oh mein Gott! Die ganzen Camper. Ja. Ob ich das jetzt mit der Wellgun auch so geschafft hätte? Keine Ahnung, auf jeden Fall. Nein, nein, nein! Hör auf zu schießen da. So. Kommt da noch einer nach? Ich muss hier kurz ein bisschen heilen. Ach, der ist schon down. Dann lass uns hier in die Hütte gehen. So. Huh! Ach, der liegt auch schon. Mein Gott! Ja, kein Headset. Er hört mich nicht. Oh, 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 oh. Komm her, steh schnell auf. So, ist gut. Hier raus. Nee, der ist zu weit weg. Viel zu weit weg. Und? Mein Gott! Da gehe ich nochmal hin. Huh! Mein Gott, da ist noch einer! Oh, Junge, 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 Junge. Wie der Unterschied denn gleich ist, ne? Wie sich das Gameplay verändert, wenn man eine Waffe hat, die auch ordentlichen Schaden, also ordentlich, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, ordentlich einen rausballert. Steh auf. Huh! Oh. Was, achso. Okay. Moin. Ja, gar nichts mehr mitgekriegt. Der auch nicht. Ja, jetzt arbeite ich mich langsam wieder nach oben, nachdem... Nein! Nachdem ich am Anfang die ganze Zeit nur verkackt habe. So, keine Ahnung, wie die Karte hier ausgesprochen wird, aber wir nennen sie einfach mal Al-Shamuta. Oh, da steht ja einer. Oh! Juhu, hast es. Nein! Das Matzen-MG. Oh, holt mich wieder, holt mich wieder, holt mich wieder. Irgendeiner. Oh Mann, ich habe auch mal Glück. Bester Mann hier. Er belebt so fein wieder. Da hinten? Nee, schon wieder ein MG, ey. Ah, ist die Karte ist wirklich MG verseucht. Oh, wie ich ihn liebe. Hä? Die Nebelgranate springt auch von den Wänden ab inzwischen. Nee. Oh, Feuer. Auf damit. Da ist noch einer. Glaube ich. Da ist wirklich einer. Puh, da liegt einer. Mit einem MG oder so. Oh Gott. So, ich bin jetzt etwas planlos, ob ich jetzt rechts, links oder durch das Haus gehen soll. Oh, da ist einer. Wir gehen durchs Haus. Hat keinen Sinn. Hier hat man wenigstens ein bisschen Deckung. Und den noch. Hier raus. Oh, da unten. Kipp um, kipp um. Oh Mann. Ah! Naja, das war... Boah, da sind zu viele. Und natürlich mit der Wellgun. Egal. Egal. Gleich wieder rein. Oh, der da. Der da. Ah, wie schön die da stehen. Jetzt steht da auch einer am Fenster. Noch mehr. Ja, das muss ich jetzt eben ausnutzen.
Hier sind keine. Da unten. Da kommen gerade waren auch welche. Oh, kann man hier hoch? Ja. Oh, da hinten. Oh, das ist. Ah! Beide gleichzeitig. Ja, sehr gut. Mit Schwabbel Aim. Oh Gott, Alter, campen die hier jetzt. In Ecken und Kanten. Man kann hier jetzt auch nicht ordentlich vorrücken. Als. Oh Mann, ey! Immer nur so ein, zwei Kills hier um eine Ecke zu machen. Ich will jetzt ja wohl eben wiederbeleben. Das ist eine gute Tat zu machen. Oh Mann, ey! Oh Mann, ey! Ah! Das Matzen-MG schon wieder. Wie mir das heute auf den Keks geht. Ich fühle mich gerade so ein bisschen verloren. Oh, aber ich stehe noch relativ günstig. Nur, komm, wir holen die. Nein, ich wollte ihn gerade wiederholen. Da unten vielleicht. Alter. Oh mein Gott. Das. Hat ja mal richtig gut geklappt. Nein! Kommt der mit der Typ 2R um die Ecke. Ja, ist ja erstklassig. Wir haben B verloren. Ja, dann gleich wieder rein. Und B holen. Aber flott jetzt. Ja, bestimmt steht da einer verkehrt rum mit so einem Panzerwagen und schießt mit dem MG in unseren Spawn. Okay, dann nochmal. Okay. Den noch. Ich glaube, ich bin hier ziemlich alleine gerade. Oh Mann. Die holen sich alle Flaggen wieder. Und überall sind die auf einmal. Oh, er holt mich wieder. Oh, wir sind hier so richtig lost gerade. Die sind überall. Die überrennen uns jetzt gerade tatsächlich. Aber so heftig. Überall, wo wir sind, sind mindestens fünfmal so viele Gegner. Ah! Es ist nicht zu fassen hier. Und dann hauen die hier mit der. Mit den Granatwerfern hier rein. Komm, wir holen dich wieder. Volles Risiko. Und es geht natürlich schief. Oh Mann. Die holen sich fast alle Flaggen wieder. Die können zwar nicht mehr gewinnen. Die haben ja. Wir haben noch genug Punkte im Vorsprung. Aber das Ende ist wirklich ein Elend hier. Ja, ich glaube, ich werde hier nicht mehr richtig zum Leben erweckt werden. Ja. Ja, Leute, keine Ahnung, wie ihr das Spiel jetzt am Ende, also beim finalen Update jetzt. Findet. Ich finde, ja, es ist halt Battlefield 5. Es hat seine Ecken und Kanten und Macken und Fehler. Aber ich finde, es macht trotzdem Spaß. Keine Ahnung, warum mir das Spaß macht. Vielleicht einfach nur, weil ich das jetzt nicht anders gewohnt bin oder so. Ich spiele Battlefield 5 allgemein sehr gerne, obwohl es eben diese Ecken und Kanten hat. Schreibt mir doch in die Kommentare, wie ihr es jetzt am Ende findet. Und vergesst nicht, ein Like für dieses Video da zu lassen. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, ein Abo. Ich sage erstmal tschüss, mach's gut und bis zum nächsten Video.